Den meisten geht es ja eh so, dass sie eigentlich abnehmen wollen, es ihnen aber schwerfällt, weil gefühlt hinter jeder Ecke irgendwelche Verführungen lauern oder die Couch doch zu oft zu gemütlich ist. Da ist es natürlich schwer zu verstehen, dass manche aktiv zunehmen wollen und es dann oft nicht einmal schaffen, auch nur etwas Masse drauf zu bekommen. Wenn ihr zu denen gehört, die sich dabei schwer tun, zuzunehmen, dann keine Sorge, ich versuche euch hiermit zu helfen. Und damit Servus und Hallo, mein Name ist wie immer Josef Dallinger. Ich bin lizenzierter Ernährungsberater und Fitnesstrainer. Auf meinem Kanal erkläre ich alles zum Thema Fitness, Ernährung, Gesundheit. Und falls ihr dazu nichts mehr verpassen wollt, dann folgt mir gerne auf meinem Kanal. Für alle, die jetzt nicht davon betroffen sind, Untergewicht oder nur schwer zunehmen können, kann genauso eine große psychische Belastung sein wie Übergewicht und nicht abnehmen können. Und da hilft auch leider nicht, dass sich die meisten mit ihren Problemen nicht ernst genommen fühlen. So Sprüche wie "Deine Probleme hätte ich auch gerne" sind da leider an der Tagesordnung. Aber warum ist es so, dass manche augenscheinlich wie ein schwarzes Loch alles verschwinden lassen können, was sie oben reinschaufeln? Naja, am Ende ist es simpel gesagt wie immer nur eine Frage der Kalorien und da hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder den Verbrauch reduzieren oder die Kalorienaufnahme erhöhen, sprich mehr Kalorien reinschaufeln, damit auch mal was hängen bleibt. Am besten und effektivsten ist dabei natürlich eine Kombination aus beidem. Fangen wir einmal mit dem Essen an. Und nur weil du jetzt zunehmen willst, sollst du nicht einfach wahllos Unmengen von Fastfood reinschaufeln, denn Pommes, Burger und Co. haben zwar sehr viele Kalorien, dafür aber auch eine große Menge an Transfetten und anderen schlechten Inhaltsstoffen. Man kann da zwar durch zunehmen, aber die Rechnung dafür bekommt man später in Form von Krankheiten. Tonnenweise Süßigkeiten enthalten auch viel Zucker als billigen Füllstoff, der uns süchtig machen soll. Und der Zucker, also die Saccharose, der Haushaltszucker, der darin enthalten ist, besteht zu einem Teil aus Glukose und zu einem Teil Fructose, was im Übermaß dafür sorgt, dass unsere Leber verfettet und nicht mehr richtig funktioniert. Das hat fatale Auswirkungen für uns, denn die Leber ist nicht nur unsere wichtigste Stoffwechselzentrale, sondern ist auch dafür verantwortlich, Giftstoffe aus unserem Körper zu filtern und abzuleiten. Die Massen an Zucker, die in Fertigprodukten enthalten sind, hat auch dafür gesorgt, dass ca. 30% der Europäer an einer nicht-alkoholischen Fettleber leiden. Und auch deswegen ist bestimmt nicht jeder schlanke Mensch automatisch gesund, nur weil er dünn ist. Schlanke Menschen, die mit einer zuckerhaltigen Ernährung viel zu viel Eingeweide und Organfett aufgebaut haben, nennt man dann Tofis, thin outside, fat inside. Also außen dünn, innen fett. Was du brauchst, sind gesunde Kalorien. Und am meisten Kalorien hat nun mal Fett. Fett ist gesund für uns und vor allem der beste Freund, wenn du zunehmen willst. Fett ist nicht schädlich, wenn es das richtige Fett ist. Schmeißt am besten pflanzliche Öle und Fette mit hohem Omega-6-Gehalt wie Sonnenblumen, Maiskeim und Distelöl raus aus deiner Küche. Nimm lieber Oliven, Raps oder Leinöl und wenn es mal stark erhitzt werden soll, Kokosöl oder Butter. Nussmus aus Mandeln, Cashews oder Erdnüssen sind eine super Variante, um mit einem Esslöffel nochmal 200 extra Kalorien in eine Mahlzeit zu bekommen. Meide alle Lebensmittel, auf denen so etwas wie leicht oder fett reduziert steht. Nimm ruhig die Vollfettvariante, zum Beispiel bei Quark 20 oder 40% Fett, 3,5% Fettigmilch oder Vollfettkäse. Diese Lebensmittel sind eine sehr gute Kombo aus Kalorien aus Fett und Eiweiß, also dem Baustoff, den wir brauchen, um Zellen und Muskeln aufzubauen. Beim Frühstück kannst du zum Beispiel zu deinem 10% Fett griechischen Joghurt noch Haferflocken und Honig und Nussmus darüber tun.
Mach alles dazu, was geht, um noch ein paar extra Kalorien dazu zu bekommen. Einfach alles rein. Du kannst sie brauchen. Wenn du unterwegs bist, sind Nüsse mit Trockenfrüchten, wie zum Beispiel Studentenfutter, ideal, um ohne großen Aufwand zwischen den Mahlzeiten nochmal ein paar extra Kalorien reinzubekommen. Generell sind Snacks über den Tag verteilt erwünscht. Stell dir vielleicht am Morgen ein paar kleine Snacks gleich neben die PC-Tastatur oder an deinen Arbeitsplatz einfach, damit du nicht vergisst, zwischendurch etwas zu essen. Wenn du es aber nicht schaffst, genügend zu essen, dann versuch doch vielleicht mal einen Shake, zum Beispiel aus Milch, ein bis zwei reife Bananen, ein, zwei Esslöffel Nussmus deiner Wahl, einem Esslöffel Leinsamen und einem Scoop Proteinpulver. Das sind dann gleich mal schlappe 1000 Kalorien, die du auf einmal trinken kannst als Mahlzeit oder vielleicht auf zweimal aufteilen kannst, zum Beispiel zum Frühstück und Abendessen, jeweils zum Essen dazu, um nochmal etwas extra Kalorien zu haben. Du kannst dazu auch noch Haferflocken geben, zum Beispiel für mehr Kohlenhydrate und vieles mehr. Da sind dir keine Grenzen gesetzt, wie viele Kalorien oder welchen Geschmack der Shake haben soll. Um jetzt aber nicht die ganzen hart erarbeiteten Kalorien gleich wieder zu verbrennen, solltest du etwas darauf achten, wie viel du im Alltag herumzappelst. Das nennt man nämlich NEAT, also Non-Exercise Activity Thermogenesis oder auf Deutsch Kalorienverbrauch durch einfache Alltagsbewegung, also nicht Sport oder anderes. Vielleicht kannst du dich dann, wenn du gezielt darauf aufpasst, auch etwas einbremsen, denn die ganze Herumgehampelei über den kompletten Tag verteilt verbraucht viel Energie. Und die meisten, die Probleme haben, Gewicht aufzubauen, sind die, die sich nicht mal im Sitzen stillhalten können und immer mit den Füßen zum Beispiel zappeln müssen. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Wenn du jetzt alles hinbekommst und endlich an Gewicht zunimmst, wäre es doch blöd, wenn das ausschließlich Hüftspeck wäre, oder? Und deswegen ab zum Krafttraining und das Kalorienplus in Muskulatur umbauen. Und ganz wichtig dabei, halte dich nicht lange mit Isolationsübungen für kleine Muskelgruppen wie Waden, Bizeps, Trizeps auf, um nicht gleich wieder die angesammelten Kalorien zu verbrennen, sondern mach kurze, intensive Einheiten mit Grundübungen wie Kniebeugen, Bankdrücken, Latzug, Rudern, denn das sind Übungen, die gleich mehrere Muskelgruppen auf einmal aktivieren und trainieren. Rein ins Fitnessstudio, leicht warm machen, 45 Minuten maximal hart trainieren und wieder raus. Mehr nicht. Das reicht, um den Muskelaufbau anzuregen und nicht die ganzen hart erarbeiteten Kalorien, die du reingeschaufelt hast, gleich sofort wieder zu verheizen. Wenn du das Ganze jetzt ein paar Wochen, ich würde sagen so 6 bis 8 Wochen probiert hast und sich immer noch keine Fortschritte einstellen, dann kannst du zum letzten Mittel greifen und das wäre das Kalorienzählen und den Verbrauch ausrechnen. Wie man seinen Kalorienbedarf also errechnet, habe ich schon in meinem Video zum Abnehmen erklärt und das werde ich euch dann in der Endcard verlinken. Aber ansonsten kann ich jetzt nichts mehr aufhalten und dem Zunehmen steht eigentlich nichts mehr im Wege, außer vielleicht du selbst. Also fang an und das am besten gleich heute und nicht erst morgen. Falls ihr jetzt noch Tipps und Tricks zum Zunehmen habt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm doch einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Und wenn ihr nichts mehr zu den Themen verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace!